Hallo liebe Zuschauer, Florenz unterwegs auf Koh Samui. Ja, ich mache jetzt so Kurzgeschichten hier mit meinem Handy, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Und wo bin ich heute? Heute bin ich im Siam Dream bei Patrick. Ja, heute bin ich, glaube ich, der erste Gast hier beim Patrick. Der hat Currywurst angeboten. Super lecker. Wer ihn noch nicht kennen sollte, ist der Patrick. Ich habe da schon mal ein paar Filme zugemacht. Das verlinke ich mal nach oben, wenn ich zu Hause bin. Ich bin ja jetzt gerade unterwegs, wenn ihr das seht. Hallo Patrick. Hallo. So wie ich in Facebook gesehen habe, hast du heute deinen ersten Tag hier offen mit deinem Restaurant? Ja. Ja, es war halt so eine Idee, was zu machen, um wie zu sagen, es ist halt auch ein bisschen Langeweile aufgetreten, weil man ja gar nichts machen kann oder so. Und dann habe ich gedacht, hey, mein Herr, was musst du machen oder so. Was kannst du machen, ohne auch irgendwie großen Verlust zu haben mit Geld oder so, was das große Einkommen. Ich habe gesagt, ja, machst eine Imbissbude auf. Und somit habe ich gesagt, ich mache eine deutsche Imbissbude. Was ich jetzt zurzeit habe, ist einfach nur Currywurst, Frikadelle, Bratwurst, Frikadelle Spezial und Currywurst Spezial. Also eben noch mit Mayonnaise und Bratensoße und Pommes. So fange ich jetzt erstmal an und werde es vielleicht immer ein bisschen ein Stückchen noch aufbauen. Hast du jeden Tag auf? Ich werde jeden Tag aufhaben, aber wahrscheinlich wird man dann immer montags, ab nächsten Montag immer einen Tag Ruhetag haben, weil ich muss dann auch immer Soßen vorkochen und sowas und das. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Müssen wir mal gucken. Weil wir aber schon heute ab 7 Uhr morgens hier waren. Ist ab 7 Uhr schon auf? Ja, weil wir wollen, ich möchte die Details unterstützen und die können bei mir praktisch ihr Geschäft machen, ihr eigenes Geschäft machen, ohne dass ich was verdiene. Und ich möchte, dass die praktisch, die eine macht ihren Kaffee, ihren Thai-Kaffee, also so für die Thais, wie die den halt trinken. Wir würden jetzt sagen Black Coffee mit Milch oder ohne Milch. Ja. Und die andere, die wird dann kommen und noch einen Salat machen und sowas. Und Thais, wie du ja selber weißt, morgens früh fangen wir ja schon an zu essen. Ne? Ja. Da ist immer, hast du schon gegessen? Ne? Genau. Sag mal, den Gab, hast du schon gegessen? Heißt das eigentlich? Ja, genau. Ja. Ja, das freut mich. Ja. Und also, wenn er mal nach Chaven kommt, in meinen Werbefilmen von ihm, seht ihr ja auch die Location, wo er ist. Dann, er wird sich bestimmt freuen. Ja, klar, logisch. Ich bin jetzt gerade hier mit der Piki rumgefahren, weil die ja hier ein paar hundert Meter weit weg arbeitet, im Salar-Hotel. Und war auf dem Weg. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ne? Ja. So, das war's. Das soll immer ganz kurz sein. So 2-3 Minuten für euch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.